Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des DSC Arminia. Jetzt am Freitagabend, 18.30 Uhr in der Stuckau Arena gegen VfB Stuttgart. Gott sei Dank sind wir alle jetzt noch halbwegs trocken hier reingekommen, wo die Welt gerade draußen untergeht. Wir erwarten, oder wir haben bis jetzt 24.000 Karten verkauft, inklusive der Gästefans. Wir erwarten ungefähr 2.700 Fans aus Stuttgart. Die gibt es noch Karten an der Tageskasse. Für unseren Bereich gibt es rund noch 1.000 Karten zu kaufen. Am besten und am einfachsten natürlich, um alle auch im Fanshop zu entlasten, über Mobile Ticketing zu empfehlen. Und wie gesagt, im Moment liegen wir bei 24.000 Zuschauern. Wir haben noch eine andere gute Nachricht vorab. Unser Getränkelieferant Caroline hat den Vertrag nicht verlängert und er unterstützt auch unsere Baumaktion, die jetzt mit dem Heimspiel endet. Er wird für jeden 10. Zuschauer einen Baum spenden, also dass wir dann guter Dinge sind, dass wir über 10.000 Bäume dann am Freitag der Stadt Bielefeld übergeben können zur Aufforstung des Teutoburger Waldes. Nochmal herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Und das Wichtigste ist und bleibt aber der Fußball und deswegen sitzt auch neben mir unser Trainer Uwe Neuhaus. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Und jetzt ist Zeit für eure Fragen. Normalerweise erzählst du uns noch ein bisschen was über das Personal, wie sieht es da aus? Genau. Ich habe ihm gesagt, er soll Leute nicht sagen. Vor lauter Freude haben wir das vergessen, genau. Also fehlen werden Sven Schiplock, Nils Quaschner, Patrick Weihrauch, Nils Seufert und Alex Perez. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Einsatzfähigkeit von Ray Jabo. Ja, Brian Behrendt fehlt natürlich auch. Das ist die Geheimwaffe. Okay, ja, auf der gestern schon gepostet, weil so mein Training. Hey Neuhaus, wenn ich mal starten darf. Was glauben Sie, Sie können natürlich wie wir alle nicht in die Glaskugel gucken, aber Sie können ja eine Einschätzung vielleicht abgeben. Welche Mannschaft ist auch Freitagabend um kurz vor 8:30 noch umgeschlagen? Ihre oder der VfB Stuttgart? Vielleicht beide. Wären Sie dann auch zufrieden? Oder na, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder, beide Mannschaften werden ins Spiel gehen mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen. Das ist bei uns genauso, wie es für Stuttgart sein wird. Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Tagesform entscheidet. Diejenigen, die am wenigsten Fehler machen, vielleicht diejenigen, die am effektivsten vorne die Chancen verwerten. Das Spiel kann viele Facetten haben. Also ich glaube, dass zwei im Moment sehr formstarke Mannschaften aufeinandertreffen. Stuttgart mit unglaublichem Potenzial und Qualität in der Mannschaft. Wir sind gut drauf, auch wenn in Wiesbaden nicht alles perfekt lief, gerade im Defensivbereich. Und da wird es für uns auch darauf ankommen, dass wir diese Fehler aus Wiesbaden nicht wiederholen. Da haben wir daran gearbeitet in dieser Woche. Und wir müssen schon defensiv wesentlich gründlicher arbeiten als im letzten Spiel. Und das ist Fakt. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich schon, dass uns die Überraschung gelingen kann. Ich sehe die Chancen bei 50-50. Ja, und den Rest entscheiden am Freitag die Spieler auf dem Platz. Wo sehen Sie die besonderen Stärken der Stuttgarter? Oder gibt es Schwächen, die Sie ausgemacht haben auch? Ja, die Stärken sind natürlich oder können auch gleichzeitig die Schwächen bedeuten. Sie haben ein ausgeprägtes Selbstvertrauen in der Art und Weise, wie sie spielen, die risikobehaftet ist. Fürth hat auch einige Fehler aufgedeckt, haben sie leider nicht so nutzen können. Dreimal das Aluminium getroffen. Wir hätten gut und gerne sicherlich auch da was holen können. Für die Stuttgarter wird dann auch gelten, diese Fehler dann in dieser Form oder in dieser Häufigkeit dann auch nicht zu wiederholen, genauso wie für uns in Wiesbaden das der Fall war. Und wer das am besten dann umsetzen kann und in die Tat umsetzen kann, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Wenn Sie das Spiel gewinnen sollten, was würde das bedeuten für die Saison? Es wird ja schon auch von den Medien, auch von uns geschrieben, dass Arminia eventuell zu den Aufstiegskandidaten gehört. Hat das nach dem Spiel am Freitag noch eine besondere Bewandtnis? Das ist dann Ihre Aufgabe.
Nein, es ist eins von 34 Spielen. Jetzt haben wir 7 Spiele hinter uns ungeschlagen, beide Mannschaften, also einzige noch ungeschlagen. Ich glaube, dass wir schon ja, vielleicht einen offenen Schlagabtausch erwarten können. Und die bessere Mannschaft wird sich durchsetzen. Für mich bedeutet das nicht mehr, wenn wir gewinnen sollten. Sind wir in Stuttgart vorbei und haben 3 Punkte mehr. Und dann gehen wir nächste Woche wieder so an. Aber ist ja auch klar und kein Geheimnis, dass seit Sie da sind, ist ja der Punkteschnitt sehr hoch und ist ja kein Zufall, dass jetzt auch in dieser Saison Arminia wieder oben dabei ist. Das kann ja Begehrlichkeiten wecken. Spüren Sie sowas schon irgendwo? Nur wenn ich Zeitung lese. Nochmal, das ist Ihre Aufgabe. Ich bin nicht dafür da, jetzt irgendwelche Hirngespinste von mir zu geben. Ich freue mich über eine gute Serie, über viele Punkte, die wir bis jetzt geholt haben. Und meine Aufgabe ist es, die Mannschaft jedes Mal so vorzubereiten, dass sie immer mit der Gier, mit dem Hunger ins Spiel geht, um die nächsten 3 Punkte zu holen. Nicht mehr und nicht weniger. Von Stuttgarter Seite hieß es ja nach dem Fürth-Spiel, das war relativ hart gewesen. So. Wie haben Sie es in der Analyse wahrgenommen? War das für Sie sehr hartes, überhartes Einsteigen sogar vielleicht? Fußball kann ein harter Sport sein. Es waren einige Szenen dabei, die ja auch an der Grenze waren, aber nicht alleine von Fürther Seite. Also Stuttgart hat auch ausgeteilt. Bei der ersten Verletzung habe ich es gar nicht richtig gesehen. Da muss ich wohl aufs Knie getreten sein, deswegen auch die Risswunde. Sah jetzt nicht so wild, so dramatisch aus, zumindest von dem Bild, was ich zur Verfügung hatte. Ja, ich erwarte ein umkämpftes Spiel und da werden auch Fouls vorkommen, sowohl bei uns auf der Seite als auch auf der gegnerischen Seite. Gesunde Härte halt, ne? Ja, die gehört ja auch zum Teil dazu, das ist ja völlig normal. Und taktisch, weil Sie das Defensivverhalten nochmal angesprochen haben, mit dem Sie ja jetzt vor allem in der ersten Halbzeit in Wiesbaden nicht so zufrieden waren, worauf jetzt ankommen? Was müsste Ihre Mannschaft besser machen? Ja, das ist nicht nur taktisch gewesen, sondern auch individuelle Fehler, die im persönlichen Zweikampf entstanden sind, schlechtes Stellungsspiel. Das kann man dann nicht immer als Mannschaft auffangen und da muss sich jeder Einzelne nochmal ein paar Prozentpunkte steigern, weil sonst wird es schwer, weil da kommt schon deutlich mehr Qualität auf uns zu. Ist Cedric Brunner so weit, dass er anspielen kann am Freitag? Dass er anspielen könnte, klar, er hat ja auch den Einsatz in Wiesbaden nicht aus Mitleid bekommen, sondern weil er Stück für Stück im Training auch gezeigt hat, dass seine Verletzung überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass er in den Zweikämpfen ganz normal hingeht und er war schon in den letzten 2 Trainingswochen recht griffig, muss man sagen. Also er könnte auch 90 Minuten spielen. Das wird das Spiel zeigen, er hat natürlich jetzt lange nicht mehr über volle Distanz gespielt und ja, aber dann könnte man, wenn er von Anfang an spielt, dann immer noch im Spiel reagieren. Also jetzt sagen Sie, das wird das Spiel zeigen oder er könnte? Ja, ich will mir natürlich alles offen lassen, ich kann ja nicht alles erzählen. Das Fragezeichen hinter Reinhold Jarbo, wie sehen Sie das? Haben Sie noch Hoffnung, dass er im Kader ist oder wie groß ist Ihre Hoffnung? Auch wie groß mag ich jetzt gar nicht zu bewerten. Er hat heute auch in der Vorbereitung auf Freitag normal mittrainiert. Jetzt müssen wir gucken, wie er die Einheit verkraftet, ob es dabei bleibt. Und wäre schon ganz gut, wenn er uns zur Verfügung stehen würde. Und Alex Perez hat die Umstellung von Spanien nach Deutschland nicht so ganz verkraftet oder das erste Spiel noch nicht? Oder was ist da jetzt? Nee, der hat sich eine Zerrung ganz tief im Adduktorenbereich zugezogen, die jetzt nicht so sehr schlimm ist, aber das war ja auch der Grund, warum er in Wiesbaden nicht gespielt hat. Er war nicht völlig frei und konnte keine maximalen Bewegungen durchführen. Wir wussten erst nicht, wo es herkommt, aber jetzt haben wir die Gewissheit durch den MRT. Gleich kommt ja noch Marcel Hartl zu uns in die Pressekonferenz. Er hat am Samstag 4 Tore. Mehr oder weniger 3, glaube ich, direkt vorbereitet und 1 vorletzte Pass. Scheint immer besser zu werden, spielt richtig gut bei Ihnen. Ich glaube 5, ne? Alle 5? Ja, ein Gegentor war dabei. Ja, gut. Sehr gut. Ihre Einschätzung zu Marcel Hartl, seiner Rolle, seinen Leistungen bisher in Bielefeld?
Ja, ich kenne ihn ja auch schon lange und als wir die Idee hatten, ihn zu uns zu holen, war für mich von Anfang an klar, dass er irgendwo im Zentrum spielen soll. Und in den Gesprächen hat sich dann auch ergeben, dass es eigentlich auch von seiner Seite die Lieblingsposition ist. Ich finde, das hat er bestätigt durch ja, viel Esprit, was er versprüht, durch Spielfreude, aber auch durch läuferische Qualitäten, die ich so vielleicht nicht ganz erwartet hätte. Also ist fast permanent unser laufstärkster Spieler, arbeitet defensiv sehr gut mit, was gerade dann auch für uns enorm wichtig ist, um nicht nur offensiv besetzt zu sein, also fast neben Priel im Defensivverband, macht er eine richtig gute Arbeit. Hätten Sie das erwartet, dass er so schnell derart in die Gänge kommt und so gut einfach auftritt? Dass er es kann, wusste ich. Wie schnell er es natürlich dann auch bei uns unter Beweis stellt, ist immer die Frage, das kann man dann nie vom ersten Spiel an auch erwarten. Ich glaube, dass er so richtig Spaß am Fußball auch wieder gefunden hat. Ihm macht die Mannschaft Spaß, macht seine Position, seine Rolle, die er in der Mannschaft hat, macht ihm Spaß und dann gelingen die ersten Sachen und dann wächst das Selbstvertrauen. Das ist für jeden Fußballer natürlich dann elementar. Also stark auch eine Kopfsache, ne? Also, ja, na klar. Hat Ihr Ex-Club den Marcel Hartl in der letzten Saison vielleicht auch falsch eingesetzt? Doch, das würde ich nie sagen. Warum soll ich sowas sagen? Also muss ja, jeder Trainer hat ja eigene Vorstellungen und einen anderen Kader, als wir jetzt zur Verfügung haben, wer da am besten für die Mannschaft ist, so muss jeder Trainer für seine Mannschaft dann entscheiden. Also da würde ich nie sagen, das war ein Fehler, ihn außen spielen zu lassen. Aber vielleicht war es das Glück von Arminia Bielefeld, dass er in Berlin anders vorgesehen war und deshalb da keine Zukunft gesehen hat. Genau, da müssen wir in der Zukunft immer zuschlagen. Ja, klar, ein bisschen Unzufriedenheit vom Spieler, vielleicht auch vom Trainer. Das führt dann manchmal dazu, dass sich so eine Tür spaltweit öffnet. Und wenn man dann da ist, ist es ganz gut, aber es gelingt sicherlich nicht mehr. Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus oder nahezu ausverkauft. Wie groß ist Ihre Vorfreude? Steigert die sich dann von Stunde zu Stunde, je näher das Spiel rückt nochmal? Oder? Ja, glaube ich schon. Es war ja auch mit Schlusspfiff Wiesbaden, dann auch mit den Fragen der Journalisten, die dann ja auch schon eine Woche weitergedacht haben, sicherlich auch schon so, dass einem bewusst war, dass jetzt ein Duell zustande kommt, unabhängig von dem Hamburg-Spiel, was dann auch um die Tabellenführung dann auch geht. Das ist ja ein gutes Gefühl. Jetzt muss man das nur richtig kanalisieren, dass man trotzdem die Lockerheit nicht verliert. Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt für die Mannschaft, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Wenn wir dann als Verlierer vom Platz gehen sollten, müssen wir sagen können, wir haben alles versucht und dann ist die Welt auf. Wie haben Sie es versucht zu machen, dieses Kanalisieren, die Lockerheit da? Zum einen natürlich, ja, die Mannschaft so vorzubereiten, was auf sie zukommt, dass wir natürlich wissen müssen, wie wir dagegen vorgehen wollen, daraus Stärke beziehen, natürlich auch im Training die Situation durchspielen. Wir machen auch immer kleinere Trainingsspiele. Wir haben ja in dieser Woche haben wir keinen freien Tag gehabt, haben das Regenerationstraining dann auch so aufgebaut, dass viel Spaß entstehen muss. Mit unserem Loser-Wettbewerb, den wir dann ein bisschen erweitert haben, ausgebaut haben mit mehreren Stationen, wo dann sich am Ende die drei dann auch wieder gefunden haben, die Stationen nicht so gut bewältigt haben, dann kommt automatisch ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß auch. Und ich glaube, das ist ja auch Thema der letzten Wochen immer gewesen. Da hat die Mannschaft ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen Konzentration und trotzdem Spaß und Lockerheit. Alle nicken zufrieden. Sehr schön. Danke. Dann sage ich danke Trainer, jetzt kommt gleich Marcel Hartl zum zweiten Teil. Bis Freitag. Jawohl. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel. Herzlich willkommen Marcel Hartl. Und zum ersten Mal, glaube ich, jetzt hier im PK-Raum als Neuzugang. Und da freuen wir uns auf eure Fragen.
Ja, sehr gut. Sehr gut drauf, das kann man glaube ich sagen. Da kann man sich an den Statistiken orientieren, da kann man aber auch einfach aufs Feld gucken, egal wie. Wie erklärst du dir das, dass das hier so, ja, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das so gut klappt? Ja, also gut drauf bin ich auf jeden Fall und woran kann es liegen? Ja, ich glaube einfach, dass das Spielsystem vom Trainer mir zu 100% entgegenkommt, dass ich meine Freiheiten habe und bekomme und ja, also verstehe mich mit den Jungs perfekt auf dem Platz, bin mittlerweile sehr gut eingespielt und ja, ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, dass wir uns alle sehr gut verstehen auf dem Platz. Was bei Union meistens, glaube ich, zumindest auf dem Flügel gespielt, bis hier im Zentrum, inwieweit spielt das eine Rolle? Ich glaube auch eine sehr große Rolle, weil ich im Zentrum, wie gesagt, meine Freiheiten habe, mich eigentlich überall bewegen kann, mit dem Ball auch mal abholen kann, wenn ich es gerade in der Situation für möglich halte. Und ja, wie gesagt, also außen ist dann, da muss ich mehr außen bleiben, kann vielleicht mal ins Zentrum rücken, aber im Zentrum fühle ich mich auch persönlich wohler und habe da meine ganzen Freiheiten und ja, es sieht momentan gut aus. Was du so kannst, an der Kugel und so, da sieht man ja, inwieweit spielt auch, sagen wir mal, dieses Wohlfühlen eine Rolle bei deiner Leistung? Ja, sehr, 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 sehr eine große. Ich glaube, es ein Hauptfaktor, dass man sich wohlfühlt im Verein, in der Mannschaft, dass man da eine gute Kombination hat, eine Kommunikation hat und ja, es, wie gesagt, also es funktioniert perfekt. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut in der Kabine, auf dem Platz und das ist ein sehr wichtiger Faktor. War das ein Hauptgrund für deinen Wechsel, dass in Berlin dir nicht gesagt wurde, dass auch ein Platz für dich in der Zentrale vorgesehen ist, aber Uwe Neuhaus dir klar gesagt hat, bei mir spielst du nicht außen, sondern zentral? Es war auch ein Grund gewesen, ja, dass als der Trainer mir gesagt hat, dass er mich im Zentrum sieht, wo ich mich persönlich auch selber sehe, dass ich da sage, okay, da kann ich mich noch mehr entfalten, kann mich da noch mehr weiterentwickeln, deutlich weiterentwickeln und ja, das war auch ein Grund, ja. Der Trainer hat gerade gesagt, er ist nicht überrascht davon, wie gut du bist, er ist aber ein bisschen davon überrascht, dass du auch noch so viel läufst und mit Manuel Prietl quasi teilweise auf einer Höhe spielst und so defensiv so viel mitarbeitest. Du bist wahrscheinlich nicht davon überrascht, aber wie kommt das? Oder bist du schon immer so laufstark gewesen? Ja, also laufen habe ich eigentlich kein Problem mit. Das glaube ich auch so ein Grund, dass ich möchte eigentlich immer den Ball haben und wenn ich dafür laufen muss, dann laufe ich dafür auch und ich bin auch ein Mannschaftsspieler, also ich laufe für die Mannschaft sehr, sehr gerne, auch defensiv versuche ich es bestmöglich umzusetzen, was der Trainer von uns verlangt und versuche da auch meine Zweikämpfe zu gewinnen, wenn ich in welche komme und da auf der Position, wo ich spiele, ist es häufiger der Fall und ja, also ich versuche für die Mannschaft zu arbeiten und dann habe ich auch kein Problem damit, mehr Kilometer zu laufen. Und Manuel Prietl, ist der sauer auf dich? Der war unangetastet immer der laufstärkste Spieler. Ja, habe ich auch schon gehört, auch von der Mannschaft haben da auch schon ein paar Witze drüber gemacht, aber alles auf entspannter Basis und ja, also ich glaube nicht, dass Prietl da sauer auf mich ist. Freitag sind es ja zwei Mannschaften, die da aufeinandertreffen, die ja, übers Ballbesitzspiel kommen. Ne? Was wird dann passieren? Also was glaubst du? Also ich glaube erstmal, es wird ein sehr, sehr heißes Spiel, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich glaube, davon ist nicht abzureden, dass das eine sehr, sehr hohe Qualität auf den Platz kommt und dass wir da wird einfach die Mannschaft das Spiel entscheiden, die klarer am Kopf ist, die Möglichkeiten, die sie bekommen, auch nutzen werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Mannschaft sind, die am Freitag da die 3 Punkte holen. Und ja, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ich glaube, dass wir auch sehr aggressiv sein müssen in den Zweikämpfen, dass wir da direkt zupacken müssen und wir spielen zu Hause, wir haben die Fans im Rücken und wir sind sehr zuversichtlich. Wenn man so auf die Kader guckt, auf die Kaderwerte und so, dann ist ja klar, sozusagen, dass Stuttgart eigentlich der Favorit ist. Pusht euch das so ein bisschen zusätzlich, so Motivation, dass ihr als so der etwas kleinere gegen diesen eigentlichen Bundesliga-Club dann mal ein richtig fettes Ausrufezeichen setzen könnt? Ja, natürlich sind wir hoch motiviert. Ich meine, das VfB Stuttgart, die haben den Anspruch aufzusteigen, die wollen mit allen Mitteln aufsteigen und wir müssen dagegen halten, wir müssen da zeigen, was wir können und ja, wie gesagt, also es wird ein sehr packendes Spiel, sehr spannendes Spiel und wir wollen unsere Möglichkeit nutzen natürlich. Du hast ja im Mai in der Relegation gegen Stuttgart gespielt, zwei Unentschieden, ihr seid aufgestiegen.
Kann das noch irgendwie helfen? Kannst du noch Tipps geben? Oder war der Umbruch dafür in Stuttgart zu groß? Ja, denn auch sehr viele neue Spieler geholt. Das ist, glaube ich, der Fall, dass da ein sehr, sehr großer Umbruch ist. Ein neuer Trainer da ist, viele neue Spieler da sind. Ich glaube, dass da auch der Trainer eine andere Spielphilosophie hat als der alte Trainer. Und das wird, glaube ich, schwer zu sagen, da den Jungs noch ein paar Tipps zu geben. Aber wir haben es gut analysiert auf jeden Fall. Wir sind sehr gut vorbereitet und ja. Solltet ihr am Freitag gewinnen, was würde das bedeuten für die nächsten Spiele, vielleicht mittelfristig für die Saison? Da haben wir erstmal drei Punkte mehr am Konto. Das ist natürlich erstmal schön. Natürlich haben wir dann eventuell auch einen heißen Favoriten geschlagen, der hoch möchte. Und ja, das bringt natürlich nochmal viel, viel Selbstvertrauen für die ganze Mannschaft, dass wir da, wenn wir da gewinnen sollten, dass wir da nochmal ein Stück zusammenwachsen, dass wir da viel, viel Selbstvertrauen rausholen können. Und das ist, glaube ich, ihr wurdet vor der Saison von manchen Trainern der zweiten Liga und auch von manchen Medien vielleicht so als Geheimfavorit oder Mitkandidat auf den Aufstieg genannt. Ist dieses Wort Aufstieg, ist das in der Kabine tabu oder wie ist das bei euch? Boah, das ist bis jetzt in der Kabine noch nicht gefallen, dass wir darüber reden und ich glaube, dass wir darüber auch nicht reden müssen, weil wir sehen, was da in der Liga rumläuft. Aber wie gesagt, wir haben den Anspruch, da oben dran zu bleiben. Wir wollen oben mitspielen, wir wollen nicht irgendwo unten rumlungern, sondern wir wollen da oben auch bleiben und ja, das ist unser Anspruch und daran ist festzuhalten und dann werden wir auch weiter daran arbeiten. Gut, auch jetzt nicken alle, wie nach dem Gespräch mit dem Trainer, also sind alle zufrieden, dann sage ich herzlichen Dank Marcel und wir sehen uns am Freitag um 18:30 Uhr in der Schüko Arena gegen den VfB Stuttgart. Bis dahin noch eine schöne